Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Heute bin ich bei der Premiere vom Sister Act im Deutschen Theater und tummle mich für euch am Red Carpet und werfe natürlich einen Blick in die Vorstellung. Deutsches Theater ist einfach nur, ist ein Stück Leben. Ja, ich meine, da war ich als Faschingsprinzessin, als 17-Jährige, mit den ersten Bälle mit meinem Mann. Und wann immer ich die Ehre habe, zu einer Premiere eingeladen zu werden, dann übernehme ich das und mache das gerne. Aber ich bin auch zahlende Besucherin, also mit der Familie, mit Freunden. Ich mache immer Geburtstagsgeschenke und sage, kein Blumenstrauß, 2 Karten fürs Deutsche Theater. Hallo. Ein wunderschönes Kleid hast du heute Abend an. Von wem ist denn das? Joseph Ripkoff. Wirklich schön. Dankeschön. Wir werden ja. Die Nonnen noch mehr ausflippen. Ja, hoffentlich du. Also ich meine, mein Lieblingsfilm. Ich freue mich ja schon so sehr. Was erwartest du denn heute Abend dann? Also auf jeden Fall gute Musik. Eine gute Hauptdarstellerin. Die hat ja auch irgendwie The Voice mitgemacht und war ja irgendwie auch, was hat sie mitgemacht? So eine Idol-Show noch. Glaube auch relativ weit gekommen. Also auf jeden Fall ist sie natürlich professionell, wenn sie diese Rolle macht. Vor allem, ich liebe halt den Film, weil er einfach witzig ist, unterhaltsam und schmissig und das erwarte ich mir halt von heute Abend auch. Ich habe den Film leider nicht gesehen. Ich bin also ganz unvoreingenommen. Ich lasse mich überraschen, aber die Kommentare, die ich bisher hörte, waren so positiv. Es kann nur rund gehen. Also ich kenne den Film. Ich erwarte mir, dass ich mich genauso gut unterhalte wie im Film. Wir kennen, also Stage, wir haben ja, ich war noch niemals in New York mitgewirkt und ich freue mich auf die Kompanie, weil das alle tolle Profis sind. Also ja, die geben alles hundertprozentig, tausendprozentig und darauf freue ich mich, dass wir eine tolle Show sehen mit tollen Profis. Bestimmt eine gute Inszenierung, das ist ja auch, ich glaube, die Inszenierung lief auch in London und so und da... Da ich die Londoner Musical-Szene ein bisschen kenne, habe ich da vollstes Vertrauen, dass das ja auch so schön ist. Also nachdem mein Mann den ganzen Tag schon den Song irgendwie die Songs zu Hause gesungen hat, erhoffe ich mir, dass sie noch besser singen als mein Mann. Ja, ich habe es ja jetzt natürlich schon 3-mal oder 4-mal oder so gesehen und habe auch die Sister Act Charity Gala moderiert in Stuttgart, als diese Show damals gestartet ist und so. Und ich habe so einen ganz besonderen Bezug zu Sister Act, zu dem Musical und es ist echt gute Laune, es ist echt cool. Ja, und ich nerv ihn schon seit 3 Tagen mit den Songs, aber so ist es halt nun mal. Ja, mit guter Musik schon mal, mit Soul Music, mit einigen Filmen. Ich habe den Film gesehen natürlich vor vielen Jahren, Whoopi Goldberg, ja, die ist leider nicht da, glaube ich. Aber sie hat, glaube ich, damit zu tun. Sie hat auch mitgeschrieben und mitgesponsert das Ganze. Er ist einfach eine große Künstlerin gewesen. Und dass es jetzt nach München kommt, wird ja auch Zeit. Ja, hier erwartet man natürlich noch bessere Gesangseinlagen und so weiter als bei Whoopi Goldberg. Das ist ja klar. Der Film muss getoppt werden. Aber das wird bestimmt der Fall sein im Deutschen Theater. 100%. Bist du jetzt unter die Nonnen gegangen? Ist es schon so weit gekommen? Ja. Also ich gehe deinem Outfit entsprechend nach, du bist ein riesengroßer Sister Act Fan. Ja, natürlich. Nachdem ich jetzt gestern bei der Nacht der Tracht ziemlich versumpft bin, muss ich jetzt ein bisschen Reue üben. Ja. Buße tun. Ja, Buße tun. Wie ist dein Sister Act für dich? Was verbindest du damit? Ja, eigentlich ein Film. Und das Musical kenne ich nicht, aber das muss ja auch sehr gut sein. Und deswegen freue ich mich also besonders drauf. Gibt es denn ein Nonnenerlebnis mit dir? Ja, ich hatte lustigerweise neulich eine neue Art von Aerobic mitgemacht. Das nennt sich Groove. Und das war im St. Benno-Saal. Also das hatte eine Nonne mitveranstaltet in Neuhausen. Und da habe ich mitgemacht. Und diese Nonne hat sowas von abgerockt und mitgemacht. Ich habe sie vorher übrigens schon reinlaufen sehen. Also das fand ich ein super Erlebnis. Wir hatten mal Hepatitis, aber lange, lange her, Ende der 60er Jahre. Und da waren wir in einem Krankenhaus in Mailand. Und da gab es immer Nonnen. Und mit denen haben wir immer gescherzt. Und die waren ganz locker und lustig. Ja. Und dann haben wir gesagt, ach, jetzt spritzen wir uns selber. Können Sie uns das beibringen? Da haben sie uns ein Kissen gebracht, ein straffes, eine Spritze und haben gesagt, da könnt ihr reinstechen, so lernt das. Nein. Ich bin ja in einem katholischen Internat groß geworden und ich hatte da keine Nonnen, sondern das waren so weltliche Erzieher. Und es war ganz entspannt, aber die Nonnen sind ja süß, ne? Ich hatte keine Erfahrung. Ja, du bist ja Protestant, ne? Genau. Ja, eine ganz wunderbare Geschichte. Und zwar Silbereisen hat mal ein Lied von mir gesungen, das heißt, ich glaube an Gott. Und das sangen 20 Nonnen mit.
Das hat mich sehr berührt und ist heute einer der größten Erfolge. Weder mit einer Nonne noch neben einer Nonne. Nee. Mit Dolores Van Cartier. Frohe Weihnachten 1977. Gerade aus Sister Act, das war der Hammer, Leute, schaut vorbei und ich verabschiede mich mit göttlichem Segen hier aus dem Deutschen Theater und ihr wisst, hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen hoch da, noch viel besser, hier draufklicken, Support ist kein Mord und hier habe ich ein Video, was euch gefallen könnte und wir sehen uns wieder bei Monaco Deluxe.